Da ist noch ein Grab. Und irgendwie nehme ich gerne die Fragezeichen. Naja, die X nehme ich gerne als Warnhinweise, als Warnmarkierungen. Hier geht es auch zu einem Grab. Für was nehme ich die Ausrufezeichen dann eigentlich? Weil die Feder nehme ich einfach für Hinweismarkierungen. Und noch ein Grab. Wer liegt hier? Also da hinten war ein Sklave, ein Blacksmith. Eine Abenteurerin, die gerne Rätsel ratet. Hier ist nichts versteckt. Hier ist Falconspire. Da ist ein Gem. Da ist ein Drück-mich-Rätsel mal wieder. Da wäre ein Gem, an dem wir wahrscheinlich über das Rätsel hier rankommen. Ja, das Rätsel mache ich nachher, wenn ich mich weiter hier umgesehen habe. Ich habe nämlich keine große Lust, darunter zu fallen. Erst einmal. Also ja, wir können hier nicht weiter. Wir können nur hier weiter und das war's auch schon. Ah, hier haben wir uns noch nicht vollständig umgesehen. Hier lang. Hier können wir rein. Hier haben wir uns noch nicht vollständig umgesehen. Hier ist nämlich noch ein Grab. Hier liegt ein unbekannter Schamane. Okay. Und hier habe ich eigentlich irgendwo den Eingang gesehen. Achso, das war das Grab. Da ist der Hub. Hier lang. Dann können wir eigentlich nur noch da rein. Der Baum sieht einfach nur komisch aus und hier ist nichts. Okay. Da war ein Grab, da war ein, ist ein Weg nach unten. Mit einer Schaufel, die uns was sagen möchte. Nämlich, dass wir hier graben sollen. Und die Ruhe der Toten stören. Oder dass die Toten einfach so kommen. Hi, Kumpel. Du bist auf jeden Fall eine garstigere Art von Untoter als die Untoten aus den anderen Gebieten. Ja, Weapon Chant. Warum zur Hölle? Sind jetzt alle aus ihren Gräbern aufgestiegen? Das wäre garstig. Da muss ich wirklich die Gräber vorher leer machen, bevor ich da weitergehe. Wenn einfach alle mal so aus ihren Gräbern kommen. Okay. Ja, wir leben noch alle. Okay. Dieses Rätsel nochmal machen. Also, was habe ich gesagt? Erst die Sonne. So. Die Sonne ging unter. Dann schaute er zu der Wüste, die er Heimat nannte. Die war im Süden.
Dann kam der Nordstern. Und dann ist er weiter nach Norden gegangen. Nein. Okay, wahrscheinlich Norden. Dann Sonnenuntergang. Dann Süden. Und dann zweimal Norden. Norden. Und nochmal Norden. Genau. Okay. Licht. Hier waren, glaube ich, zwei solche Boggies. So, weg mit dir. Einer war hier auf jeden Fall noch. Ja, hier sind überall Gräber. Hier sind Pfeile für dich. Genau, hier fängt die Todeszone dann an. Hier überall Untote rauskriechen. So, ich will jetzt aber den anderen, Endgarde finden. Ja. Heult doch alle rum. Hier lag nur das Gras. Und hier war das Rätsel. Ich weiß genau, dass es zwei von euch waren. Wovor steckst du dich? Wo versteckst du dich? Wo ist der Weg überhaupt zurück? Ach da. Ja, die schiebe ich mal auf die Mittelstellung zurück. Nur so zur Sicherheit. Wenn er da drin irgendwo ist, dann ist er mir egal. Fürs Erste jedenfalls. Ich beschäftige mich mal damit, Gräber zu öffnen. Genau. Und Gegner freizulassen. Damit die mir nicht wieder in den Rücken fallen. Einzel seid ihr nämlich einigermaßen harmlos. So. You found something. Leather gloves. Okay, die beiden Gräber sind schon mal abgehakt. Hier war nichts. Hier auch nicht. Und da ist unser Bockfreund. Graben wir gleich mal bei dem Grab hier. Dort kommt nämlich was raus. Und unser Bockfreund kommt auch gleich dazu. Da lang geht's weg. So, weg mit dem. Weg mit dem Bock. So.
So. Wieder beide ganzen Pfeile bekommen. So, das heißt, die Gräber hier, die drei, hätten wir schon mal. Das nächste Grab wäre das hier hinten, das abgelegene, oder? Ne, hier ist noch eins. Grabmal. Hallo, Gegner. Wenigstens gibt ja ordentlich Erfahrungspunkte. So. Wow. Gut, weg mit dir. Das war das Grab. Als nächstes hätten wir das Grab hier. Das sieht ja so aus, als ob was versteckt ist. Ein Anti-Venom. Du brauchst was zu essen. Kriegst mal was Stärkeres. So. Da ist noch ein Grab. Mit einem Gegner. Die Jungs sind zum Glück einigermaßen noch auszumanövrieren. Ach komm. Ups. Das ging definitiv daneben. So. Ey, das klappt doch ganz gut, wollte ich gerade sagen. So, na, nachladen. Da war kein Grab. Da war auch kein Grab. Aber soweit ich weiß, war hier... Nein, hier war nur dieses Rätsel. Okay. Das heißt, jetzt müsste ich theoretisch alle Gräber hier geöffnet haben. Ja, dich habe ich geöffnet. Hier ist keins. Hier war der Hub. Sehe soweit kein Grab mehr. Das bedeutet, ich gehe kurz zurück, speichern. Ich will nämlich vor allem Dingen nicht nochmal das Rätsel machen müssen, um die Tür wieder aufzukriegen. Ey, es ist dunkel. So, jetzt müssen wir hier kurz warten. Währenddessen gucken wir mal kurz, ob wir noch irgendwas zum Aussortieren hätten. Die brauchen noch, naja, 2500 Erfahrungspunkte, ist nicht mehr viel. Essen sieht langsam wieder mauer aus. Also schlechter aus. Du hast hier einen Trank. Hier haben wir nur Zauber- und Rezeptrollen. Und der Kristall ist wieder aktiv. Ah, du könntest doch vorher... Ja, was du auf jeden Fall machen könntest. Zwei, zwei. Dann mach nochmal... Und ihr zur Sicherheit auch bei ein. So. Dann gucken wir, dass die Gruppe einigermaßen gesättigt ist. Hier kriegst du einen Fisch. So, und dann speichern wir. Erst einmal wieder. LP 066. So. Und dann geht's jetzt zurück zum Friedhof. Unterwegs das Licht erneuern. So. Und dann schauen wir doch mal da rein. Es wäre doch gelacht.
wenn uns die Untoten hier Probleme machen.